Ja, während unten in Elisabeths Zelt das Sommernachtsfest von Melodie TV auf Hochtouren läuft, habe ich mich jetzt ein bisschen abgeseilt und habe meinen Freund Rudi Giovannini eingeladen, mal mit mir ein bisschen durch meine Heimat zu wandern. Rudi, schön, dass du mit dabei bist. Freue mich sehr, freue mich auch sehr. Es waren ja schon über 150.000 Wanderer mit dabei beim Wandern mit mir, von Alfons Schubeck bis zu den Geschwistern Hoffmann. Boah. Aber dass der Caruso der Berge mit mir mit zum Wandern geht, das freut mich gescheit. Aber der Caruso Berge gehört zu den Bergen, oder? Genau. Ich kann da zwar nicht so hohe Berge anbieten, wie ihr zu Hause habt in Südtirol. Die sind ja über 3000 Meter hoch bei euch. Ja, aber die sind bequemer, das ist auch schön, das ist auch schön. Aber hier drüben haben wir unseren höchsten Berg, das ist der Aber mit 1456 Meter. Aha. Und wir sind jetzt hier am Brüller. Ja, habe ich wie gesehen. Du siehst, am Gipfelkreuz angekommen. Und jetzt würde ich sagen, tragen wir uns mal ins Buch ein. Sehr gerne, machen wir es. Gehst du eigentlich gern zum Wandern? Ja, sehr gerne. Wenn man Zeit hat, weißt du, in unserer Arbeit ist nicht so viel. Ist immer so einfach, gell? Nicht so einfach. Natürlich, die, was jetzt dann nach uns kommen, werden dann sehen, hier hat sich der Caruso der Berge eingetragen am Brüller. Die werden alle ausflippen. Rudi. Dann schreibe ich, als Südtiroler, es ist für mich eine Ehre, hier zu sein. He? Genau. Und ich schreibe dann unten hin, ich bestätige das. Und ich habe schon gesehen, dass du ein bisschen Brotzeit mitgebracht hast aus Südtirol. Habe ich. Und ich habe ein bisschen Brotzeit aus dem Bayerischen Wald mitgebracht. Und machen wir einen Tausch? Ein bisschen Brotzeit, oder? Machen wir einen Tausch, oder? Gerne. Haben wir uns verdient. Ja, bei diesem Aufmarsch. Ja, Rudi, ich habe ja vorhin gesehen, was du da in den Rucksack gepackt hast, dass du ein bisschen Spezialitäten aus Südtirol mitgebracht hast. Hast du geschaut, ey. Ich wollte dir eine Überraschung machen. Und ich habe ein bisschen heimische Spezialitäten mitgepackt. Und wir können jetzt bei der Brotzeit ein bisschen teilen, wenn du magst. Genau. Hast du mal was? Hast ja, logisch, schau, das ist, ich bin gut ausgerüstet. Ja, super, schau, aber ich auch hier. Siehst du das? Ja. Oh. Ich hoffe, du machst ein Wanderbier. Sagt etwas richtiges Besteck, richtiges Besteck. Ein Bauernbrot habe ich da. Brot dann, ja, aus Südtirol, schau. Hausgemachte Butter dabei. Oh. Ganz was kurz. Schüttelbrot kommst du, oder? Kenne ich auch. Ja. Eine Leberwurst. Oh, Leberwurst. Oh, super. Ja, Speck, ja. Wir haben auch so einen Speck. Wir haben so geräuchert. Das habe ich, glaube ich, auch mitgebracht. Dann nehmen wir es gleich so raus. Muss aufpassen. Das ist mein Graz. Mhm. Bruder trifft Schwester. Am höchsten Punkt vom Bayerischen Wald. Hoffentlich schmecken noch sie. Oh, warte. Und ein bisschen Griebigschmalz habe ich dabei. Hier, Toni, ja. Aha. Und schaffen wir es, wenn wir das alles essen, schaffen wir es wieder runterzugehen oder rollen wir runter? Ich bin voll Mutes. Schau, wirklich gut. Da magst du ein halbes Bier, oder? Ja, logisch. So. Da herum sieht uns jetzt keiner, weißt du, da können wir ruhig mal eins trinken hier. Nee, im Fahren müssen wir auch nicht weiter, gell? Aber sind wir schon flott marschiert, gell? Ja, wirklich. Rudi, seit 14 Jahren bist du jetzt eigentlich schon in der Branche. Mhm. Gell? Hast eigentlich damals den Grand Prix der Volksmusik gewonnen, 2006. Du warst ja dreimal beim Grand Prix der Volksmusik mit dabei, gell? Dreimal, ja. Zweimal den dritten Platz und dreimal habe ich es geschafft zu gewinnen. 2006. Du warst damals als Newcomer und hast damals den dritten Platz schon gemacht beim ersten Mal beim Grand Prix. Das war, glaube ich, 2000, gell? 2000 war das, ja. Und dann warst du 2002 wieder dabei? Genau. Da hast du wieder den dritten Platz gemacht? Genau, wieder. Und 2006 hast du gedacht, alle guten Dinge sind drei. Und dann aber richtig. Super. Ja. Ich habe einmal gehört, dass du ein Lied für den Papsttag gesungen hast. Stimmt das? Ja, das stimmt. Warst du da in Rom dann? Ich war in Rom, im Vatikan. Habe ich dreimal sogar dort aufgetreten für Johannes Paul II. Es war unglaublich. Weißt du, diese Empfindung, das ist nicht zu fassen, wie aufgeregt ich war damals. Weißt du, normalerweise kenne ich kein Lampenfieber. Aber vor dem Papst zu singen, vor 6000 Leuten zu singen, jetzt packst du schon aus, jetzt kriege ich Hunger. Ja. Komm. Ich muss ja sagen, du warst ja bei jeder Fernsehsendung mit dabei, bei Katharin Reiber, du warst damals bei der Werner Skönner Musikantenschenke dabei, hast den Herbert-Roh-Preis gewonnen und so und vieles mehr. Wenn ich jetzt immer fragen würde, was war dein größter Erfolg für dich persönlich? Also der größte Erfolg ist wirklich Grand Prix der Volksmusik. Weißt, das ist ein Ziel, jeder versucht dieses Ziel zu erreichen, Grand Prix der Volksmusik. Und wenn du einmal so weit bist, dann hast du gesagt, dann bin ich angekommen. Aber also die Atmosphäre, glaube ich, wenn du in den Rum vom Pop singst und so, ist eigentlich schon ein tolles Erlebnis, gell? Ja, das ist wie ist dazu gekommen eigentlich? Wie ist das passiert? Hat der angerufen und gesagt, hallo Rudi, kommen wir nach Rom oder wie war das? Nein, wir haben eine Dame in Südtirol, die Frau Anneliese Breitenberger, sie hat gute Beziehungen zum Vatikan und sie hat alles geschafft, alles versucht, damit ich auch dort singen kann und ich habe es geschafft. Es gibt also Gerüchte, die sagen, der Rudi Giovannini ist auf die Welt gekommen und hat sofort gesungen. Ja, aber es ist so, du hast ja wirklich im Kirchenchor gesungen, gell? Habe ich, ja. In einer Jugendband hast du gespielt. Du weißt alles. Und du bist einer von ganz wenigen in der Branche, der eigentlich Musik studiert hat, eigentlich Gesang. Gesang, richtig Gesang studiert. Wie lange hast du studiert? Sieben Jahre. Fünf Jahre Konservatorium und zwei Jahre mit so Privatlehrer.
Ich habe einmal so gehört, dass du beim gleichen Lehrer warst wie Luciano Pavarotti. Genau. Den letzten Schliff habe ich von Arrigo Polla bekommen und da war der ehemalige Lehrer von Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti hat mir was Tolles gesagt. Er hat mir gesagt, es gibt keine erstklassigen Lieder und keine zweiklassigen Lieder. Es gibt nur schöne Musik oder schlechte Musik. Richtig. Und da muss ich wirklich mal sagen, Rudi, die Musik, was du machst, das ist eine sehr schöne Musik. Danke dir. Ich habe gestern noch ein bisschen so in deine Lieder reingehört und hat mir sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen, Kompliment. Danke. Und du warst ja schon 12 Jahre nicht mehr bei mir in Elisabethzell. Stimmt. Das ist schon lange Zeit, gell? Ja, wir waren. Aber ich habe dich gleich wieder erkannt. Aber trotzdem. Wir sind jetzt hier so herum, so schön hier in der freien Natur. Und ich habe von dir ein Lied gehört, über Rosen ist da gegangen. Ja. Ich glaube, das war Walzer. Ja, super. Richtig? Walzer, ja. Und ich würde sagen, den könntest du jetzt hier singen für unsere Zuhörer. Sehr gerne. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen Blutzeit machen. Aber sehr gerne, sehr gerne. Ja? Okay. Okay. Manche Tage, da bin ich nicht hier und du bist so alleine mit dir. Doch ich trage dein Bild tief im Herzen für immer bei mir. Ich denk oft, es wär doch so schön, blieb die Zeit für uns zwei einfach stehen. Und heute, da sage ich dir, die Rosen erblühen rot, so wie ein Rubin. Ich will sie dir schenken, nur dir ganz allein und all meine Liebe zu dir. Sie sind so rot und schön, aber sie müssen verblühen. Doch meine Liebe, die Liebe zu dir, sie wird selbst die Sonne strahlt nicht mal so schön, so wie du, wenn wir uns wiedersehen. Und dann sagst du leise zu mir, ich liebe dich. Glaub mir, schon bald sag ich dir, ab heut bleib ich für immer bei dir. Darauf freue ich mich und ein Traum erfüllt sich für mich. Die Rosen erblühen, ganz allein und all meine Liebe zu dir. Sie sind so rot und schön, aber sie müssen verblühen. Doch meine Liebe, die Liebe zu dir, sie wird niemals vergehen. Die Rosen erblühen rot, so wie ganz allein und all meine Liebe zu dir. Sie sind so rot und schön, aber sie müssen verblühen. Doch meine Liebe, die Liebe zu dir, sie darf niemals vergehen. Ja, das war jetzt ein toller Walzer von Rudi Giovannini. Und wann kommt was Neues von dir eigentlich? Also im
paar Wochen kommt meine neue CD raus, das neue Album. Und dieser Walzer ist gerade auf der Album drauf, ja. Suchst du die Lieder dir selber aus eigentlich? Oder? Ja, ich habe wirklich freie Hand bei mir in der Plattenfirma und sie lassen mich auswählen. Sie wissen jetzt, dass ich die richtigen Lieder auswählen kann. Und ich glaube, dieser Walzer war gerade richtig. Super. Ja. Finde ich, also ich bin wirklich begeistert. Ja. Du hast ja wirklich eine Opernausbildung gemacht. Ich habe einmal gehört, du hast auch Musical schon gespielt, gell? Musical habe ich auch gespielt, ja. Könntest du dir jetzt wieder vorstellen, in die Oper zurückzugehen? Na, eigentlich nicht. Ich habe meine Welt gefunden, weißt du, jetzt in dieser volkstümlichen Branche, volkstümlichen Schlager gefunden. Und da genieße ich die Freiheit, weißt du, ich kann alles machen, was ich will. Und ich habe so viele Fans in 14 Jahren, weißt du, da kannst du mal so viel erreichen. Und, also das muss man wirklich sagen, du bist ein richtiger Publikumsliebling. Ja, ich war vor zwei Wochen auch musikalisch unterwegs und dann habe ich da gesehen, Rudy Giovannini kommt und dann waren da 4 Termine in Folge ausverkauft. Und dann habe ich mir gedacht, was hat dieser Rudy, was ich nicht habe? Weniger Bauch, nur das. Das macht viel aus. Nein. Ich mache mit Freude, das ist meine Leidenschaft. Vielleicht merken die Leute, weißt, die machen es immer wieder. Das ist für mich keine Arbeit. Du weißt, du kannst auch nachvollziehen, was ich sage. Das ist unser Hobby. Und wir haben unser Hobby als Beruf jetzt gehabt. Das ist das Schöne der Sache. Also man sieht auch, dass du deine Musik wirklich liebst. Ja, sehr. Du hast ja viele treue Fans, muss man auch mal sagen, die dich auch überall hin begleiten. Auch. Ja. Wenn jetzt ein Künstler so wie du, so im Rampenlicht steht, nimmt er da Rücksicht auf die Fans und sagt, hör zu, wenn ein Fan sagt, Rudi, ich würde gerne, dass du das Lied singen würdest oder kannst du das Lied nicht neu aufnehmen, ist es dann für dich etwas, was du auch da machst oder wird es dir vorgegeben, welche Lieder du aufnehmen musst? Nein, ich versuche alle Wünsche zu erfüllen und normalerweise die Wünsche von meinen Fans sind genau meine Wünsche. Weil wir sind auf eine Linie sind wir eingestellt. Du weißt es, die Leute, die zu mir kommen, weil sie mögen die Lieder, die ich singe. Und ich weiß genau, welchen Geschmack, in welche Richtung ich gehen muss. Melodische Lieder, schöne, wo man mit der Stimme sich ein bisschen entfalten kann. Oder auch rhythmische Lieder, zum Beispiel Tarantella. Tarantella ist auch meine Spezialität. Mhm. Du bist auch einer, der für seine Fans wirklich alles tut, alles gibt. Wirklich, ich habe das letzte Mal gesehen, Riesenschlange mit Autogrammwünschen. Und der Rudy Giovannini, der bleibt da, bis der letzte Fan sein Autogramm bekommen hat. Ja. Und du gibst auch wirklich sehr viel Zeit für deine Fans. Selbstverständlich. Was suchst du dir eigentlich für einen Ausgleich? Weißt du, einen Ausgleich muss man haben, wenn die Arbeit schwer fällt. Aber das ist meine Leidenschaft, wie ich schon gesagt habe. Deswegen brauche ich eigentlich nichts. Aber so, um fit zu bleiben. Warum schaust du mich jetzt an? Nein. Ich mache regelmäßig Sport. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr, das ist richtig. Nein, dann fahre ich gerne mit meinem Mountainbike. Weißt du, unsere Berge, die sind ziemlich steil und da kann man fit bleiben. Du bist ja einer, der die Musik liebt. Welche Musik liebst du eigentlich privat? Alle Arten Musik. Es gibt überall schöne Musik, also Oper, klassische Musik, Rock, Blues, Volksmusik. Alles, was schön ist, höre ich gerne. Also so ein Lieblingskünstler? Lieblingskünstler, Luciano Pavarotti war immer mein Vorbild. Oder sonst, in jeder Sparte gibt es einen Lieblingskünstler, zum Beispiel Celine Dion. Das wäre für mich ein Wunsch, mit Celine Dion ein Duett zu singen. Ja. Beim Grand Prix der Volksmusik 2006 hast du ja auch im Duett gesungen mit der Belsi damals, Mit der Belsi, ja. Genau. Ja, und der Bergsteigerchor aus meiner Heimat, aus Leifes, Coro Montipalli, die war auch dabei. Es war eine schöne Mischung. Man muss ja sagen, die Südtiroler, die mischen ja in der volkstümlichen Musik schon stark mit. Gell? Wenn man sagt, Kassel oder Spatzen, Norbert Rier oder Oswald Sattler oder natürlich du mit dabei. Ja, wirklich. Und viele, viele mehr, muss man sagen. Ja, schon Wahnsinn. Wir haben einen Vorteil, weißt du, unser Land ist sehr beliebt. Alle kommen gerne nach Südtirol, um Urlaub zu machen. Und wenn sie wie Südtirol schon das Wort Südtirol hören, dann denken sie immer an Urlaub. Und deswegen vielleicht hören sie unsere Musik. Gerne. Ich finde, ihr seid von der Musik her die besten Botschafter, die dieses Land haben kann. Ich glaube schon, dass es viele gibt, die wegen dir nach Südtirol fahren. Ja, und mich schon verwundert denn eigentlich der Rudi, oder? Ja. Ist schon mal so gewesen, dass vor der Haustür jemand klopft und sagt, Wie oft? Na, ich habe einmal im Jahr ein großes Fest bei mir zu Hause. Ist gerade jetzt im Juni gewesen, am 6. und 7. Juni. Und da kommen Tausende von Menschen aus ganz Europa, aus Dänemark, aus Luxemburg. Rudi, 12 Jahre ist her, dass du jetzt schon immer bei mir warst. Da waren wir noch jung. Ich glaube, ich war 10 Jahre alt, oder? Da warst du noch jung und ich noch schlank. Aber ich würde sagen, so lange Zeit lassen wir nicht mehr vergehen. Nein. Okay? Und
Jetzt hören wir uns noch ein neues Lied an von dir. Willst du? Oder? Ja, aber ein flottes, oder? Ein flottes. Ja. Genau. Ein italienisches vielleicht, damit ein bisschen italienisches. Mit Temperamento? Ein bisschen Temperamento. Genau. Temperamento und Passione. Okay. Wie heißt es? Kommst du nach Italien? Das heißt, warte einen Moment, wie war der Titel? Ich habe den Titel vergessen. Avanti, avanti? Ah, genau! Ja, super! Geschieht ein Wunder, ei, 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 wenn dein kleines Herz erstmal einen kennt, der im Mondenschein dich so gern Bambina nennt. Kommst du nach Italien, ei, 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 bist du wie verzaubert, ei, 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 wenn am blauen Meer hell ein Lied erklingt, das dich ahnen lässt, was dir heute noch Avanti, 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 die Tavernen sind voll Chianti. Avanti, 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 und das Herz ist voll Musik. Avanti, 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 ja mit Musica und Chianti. Kommt avanti, 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 heute eins, zwei, drei, das Isabella, ei, 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 hält nicht viel von Treue, ei, 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 ist ihr Mann verreist, kommt ein anderer meist, der Matteo heißt. Doch heute Nacht hat es gekracht. Einst im Mittelalter, ei, 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 hat man dort in Pisa, ei, 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 so im Handumdrehen einen Turm versaut und ihn schief gebaut, weil der Chef andauernd rief. Avanti, 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 erst den Turm und dann den Chianti. Avanti, 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 morgen muss er fertig sein. Avanti, 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 sonst nennt man uns Dilettanti. Avanti, 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 erst die Arbeit, dann den Wein. Avanti, 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 die Tavernen sind voll Chianti. Avanti, 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 und das Herz ist voll Musik. Avanti, 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 ein neues Lied von Rudy Giovannini, auch mit auf deinem neuen Album. Ja, ja, auf den, das Lied ist drauf, Avanti, Avanti, und das Lied Der Walzer mit der Rose ist auch drauf. Und das Album heißt Lass uns Freunde sein. Ein sehr schönes Album, sehr schön gemischt. Wie viele Lieder hast du noch? 12 Lieder. 12 Lieder. Davon sind zwei Duette, zwei wunderschöne Duette. Zwei Duette? Mit wem, singst du? Also ein Duett mit Frau Waltraud Haas. Was? Mit der Mariendl-Chefin? Ja, genau. Die hat viele Filme gemacht mit Peter Alexander. Ja. Ich habe sogar mit ihr eine Weintaufe gemacht in der Wachau. Wirklich? Sie hat uns den Wein getauft, ja, und das war klasse. Ist eine ganz Liebe, und eine tolle Stimme hat sie noch. Mhm. 87 ist sie. Wahnsinn, gell? Aber ja, fit, gell? Also wirklich sehr super, fit, ja. Sehr fit. Also wenn wir in diesem Alter noch so fit sind, dann würde ich gleich unterschreiben. Dann haben wir es geschafft. Ja, dann habe ich ein anderes Duett, das heißt Lass uns Freunde sein, mit einem behinderten Kind, mit dem ich sehr oft singe. Ich habe ihm geholfen, wieder von seinem schwarzen Loch rauszukommen. Er war sehr depressiv und durch meine Musik hat er wieder Freude am Leben bekommen. Und deswegen haben wir beschlossen, jetzt dieses Lied zusammen zu machen. Finde ich klasse. Wann dürfen sich deine Fans auf das neue Album freuen?
In August kommt es raus. In August kommt es raus. Doc Fernand, ich kaufe auch eine. Allein schon wegen diesem Rosenlied. Also wirklich. Ich bringe dir eins. Also das Motto, lass uns Freunde sein, ist ja wirklich ein schönes Motto. Ja. Und daheim werden wir jetzt schon vermissen, weil ich schon zu lange weg bin. Aber ich muss noch eins sagen, Rudi. Wir haben uns ja gestern nach langer Zeit wieder mal getroffen bei uns im Hotel. Und es hat mich wirklich fasziniert, welche Gemütlichkeit du in dir hast. Und auch deinen Humor, der hat mir wirklich super gefallen. Und ich habe wieder gemerkt, dass du wirklich ein klasse Typ bist. Danke dir. Und ich kann nur sagen, es war mir ein Vergnügen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zum Wandern zu gehen. Und mir auch. Du bist immer willkommen bei uns natürlich und ich freue mich wieder, wenn wir uns sehen. Danke, Stefan. Und ich hoffe, es dauert nicht 12 Jahre. Danke, Stefan. Alles Gute. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus.